Hallo und grüßt euch. Eigentlich wollte ich ja heute einen Film machen zur Kamera der Avatar 2. Da gibt es einiges zu erzählen hinsichtlich des Bildprofils, D-Log-M, Grading, der Bildwinkel und so weiter. Aber das muss warten, denn es gibt Big News. Es gibt heute etwas Besonderes, denn es ist nun doch möglich, die Avatar 2 in C1-Konfiguration dennoch mit voller Geschwindigkeit und voller Leistung zu betreiben. Und das alles ohne Hack, ohne Kosten, sondern nur mit Konfiguration, in Anführungszeichen. Und wie das geht und was das ausmacht, das zeige ich euch jetzt. So, ich fliege die Drohne jetzt erstmal, damit wir einen Vergleich haben mit der Standardeinstellung. Das heißt, so wie sie in C1 oder mit C1 ausgeliefert wird in Deutschland oder Europa. Mit reduzierter Leistung und eben reduzierter Geschwindigkeit. Und dann blende ich euch die Telemetriedaten ein. Ich überlagere die Telemetriedaten auch mit Stickposition. So seht ihr also genau, was an Stickposition notwendig ist, um die Drohne beispielsweise einfach nur schweben zu lassen oder für gewisse Geschwindigkeiten. Und danach modifizieren wir die Drohne eben und machen sie sozusagen auf, wieder mit Telemetriedaten. Und ihr seht anhand der Stick-Controls genau, wie es dann damit dann aussieht. Los geht's! So, da sind wir im manuellen Modus. Ich versuche jetzt mal zu hovern. Ich die Drohne jetzt mal ein bisschen weg, damit wir sie nicht mehr unbedingt hören im Ton. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu hovern hier. Das mache ich mal eben kurz mit weniger Gimbal Pitch. Dann ist das ein bisschen einfacher. So. So, das ist ungefähr das jetzt so an der Position. 1,6 Meter, 1,5, 1,5, 1,6, 1,7, 1,6. So, und ihr müsstet jetzt den Gimbal Pitch angezeigt bekommen. So, dann gehen wir mal ein bisschen mit dem Gimbal hoch. Auf 27 Grad. Wir fliegen mal. So, jetzt bin ich auf Vollaufschlag und halte, versuche die Höhe zu halten. Und ihr seht, 20 Meter pro Sekunde. So, wie man sieht, das ist für CineWhoop-Anwendungen natürlich ausreichend. Ja, im Gegenteil, es ist sogar hilfreich. Also immer, wenn man die Drohne intern irgendwo indoor fliegt, durch Fenster, nah an Objekten vorbei, wenn es um Filmaufnahmen geht, nah an Personen durchfliegen, durch die Beine durchfliegen und so weiter, möchte man nicht, dass die Drohne im Prinzip die ganze Zeit schwankt in der Höhe, sondern man möchte im Prinzip eine ruhige, gleichmäßige Fahrt in der Höhe haben. Und das kann man besser erreichen, indem man eben weniger Leistung eigentlich am Throttle-Stick hat. Natürlich verstehe ich, wenn man jetzt die Avatar 2 Freestyle-mäßig fliegen will und da wilde Manöver mitmachen will, dann braucht man Leistung, sonst funktioniert das nicht. Ich verstehe das und habe da eben schon die Hoffnung geäußert im letzten Video, verlinke ich euch mal hier oben, dass DJI sich da vielleicht ein bisschen was von annimmt und da vielleicht Abhilfe schafft in irgendeiner Form. Und das haben sie gemacht. Und zwar über eine neue Fly-App. Denn ich habe nichts verändert, bis auf die neue Fly-App installiert. Und diese Fly-App hat die Versionsnummer 1.13.1. Und da steht im Prinzip nur drin, im Versionsverlauf, fixed certain issues and optimized overall app quality. Fixed certain issues. Ja, also vielleicht ist das hier eben geändert worden. Es muss irgendwas mit der Fly-App zu tun haben, denn ansonsten habe ich am System nichts geändert und ich kann eben auf höhere Leistung schalten. Mich wundert eh, dass da noch jemand anderes drauf gekommen ist. Denn es geht einfach über das HEM-Config-File, also HEM-Config-Support-File, wie es seit jeher auch für die Avatar 1 schon funktioniert hat, da die Reichweite etwas zu erhöhen oder auch für die DJI Fly, DJI FPV-Drohne. Die folgende Modifikation macht die Klassenkonformität der Avatar 2 ungültig. Damit darf die Avatar 2 nicht mehr in der offenen Kategorie betrieben werden, einschließlich nicht mehr in A3, sondern nur noch in der speziellen Kategorie.
oder gegebenenfalls, wie hier in meinem Fall, im Rahmen eines Modellflugverbands oder außerhalb des öffentlichen Luftraums, also Indoor. Denkt dabei in eigenem und fremdem Interesse nicht nur an Bußgelder, sondern auch daran, dass eure Versicherung nicht mehr greift, wenn ihr mit einer modifizierten Avata 2 in der offenen Kategorie A1, A2 oder selbst A3 fliegt. Was man dazu braucht, ist letztendlich halt, es reicht ein Handy. Ich habe jetzt ein iPhone, aber das wird sicherlich auch gehen mit einem Android-Handy. Ein USB-C-Kabel, um es an die Goggles anzuschließen und dann eben die Goggles. Die Goggles müssen ausgeschaltet sein, die dürfen nicht eingeschaltet sein, sonst kann man nicht auf die SD-Karte zugreifen. Auch ganz merkwürdig, das ist das erste DJI-Gerät im Prinzip, was im ausgeschalteten Zustand Zugriff auf die SD-Karte zulässt. Und das machen wir jetzt mal. So, beim iPhone gehe ich in die App-Dateien und wenn ich da die Goggles anschließe, einfach, wie gesagt, ausgeschaltet, dann dauert es ein kleines bisschen und dann kriege ich da die SD-Karte angezeigt. Da ist momentan nichts drauf, logischerweise, bis auf die Standardordner, die DJI da drauf gespielt hat nach dem Formatieren. Ich habe mir die Datei jetzt hier schon angelegt und abgespeichert. Man sieht von 2022, das ist also noch zu Zeiten der DJI FPV-Drohne. Das kopiere ich jetzt mal. Kopieren. Gehe zurück auf die Ablage, auf die SD-Card. Sage hier einsetzen. Und dann habe ich das HEMC-Config-File da drauf. So, das war's schon. Und jetzt starten wir einfach mal die Avata neu. Dann schalte ich mal in den manuellen Modus. Dann merkt ihr sofort, dass die Drohne aufsteigt. Man hat sofort mehr Power, man merkt das sofort. Ich versuche jetzt mal zu hovern. Nehme dazu mal den Gimbal Pitch runter. Das ist jetzt ein bisschen windig, aber sollte uns gelingen. Ja. So, das ist im Prinzip ein Hovern. Der Wind treibt uns jetzt ein bisschen weg. Ihr seht ja, mit welchem Stick-Input ich da jetzt nur noch arbeiten muss. Ja. Das ist also eine ganz andere Leistung, die man jetzt hier hat. So, dann stelle ich mal den Gimbal Pitch nach oben. 30 Grad, sagen wir mal. Und dann versuchen wir mal hier ein bisschen zu fliegen. Ja, also ihr seht sofort, jetzt ist die Leistung da. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist und was heißt aufgefallen, also die mich so lange hat brauchen lassen, dieses Video zu veröffentlichen überhaupt, weil ich diese ganze Geschichte überhaupt nicht reproduzieren konnte. Mal hat das funktioniert mit dem Power, mit der Powerfreischaltung, mal wieder nicht und ich konnte mir nicht erklären, woran das lag. Es liegt einfach daran, dass zuerst die Goggles eingeschaltet werden muss, wenn ihr fliegt und dann der Remote Controller und ganz zum Schluss erst die Drohne. Wenn ihr es nicht so macht, dann wird die Leistung nicht freigeschaltet. Was aber natürlich auch wieder schön ist, denn wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Leistung haben möchte für meine CineWhoop Moves, was sicherlich häufiger vorkommen wird, als dass ich mit voller Leistung fliegen werde, dann muss ich eben einfach nur die Geräte so einschalten, dass ich eben nicht die Goggles zuerst einschalte. Ich zeige euch das mal. Ich mache jetzt erst die Drohne an. Dann den Remote Controller und dann erst die Goggles. Und dann checken wir das Ganze mal. So, ich bin ganz normal gestartet und schalte jetzt auf manuellen Modus um. Und ihr merkt schon, die Drohne sackt ab, statt wie vorhin, dass sie steigt,
bei der Umschaltung im manuellen Modus. Sie sackt ab. Und jetzt bin ich eben wieder mit reduzierter Leistung unterwegs. Ihr seht das schon am Stickausschlag, wenn ich hover. Da muss ich viel mehr Stick-Input geben, links, als vorhin. Ja, und jetzt, ich ziehe jetzt mal hoch, dann habt ihr es im direkten Vergleich zu vorhin. Ja, und ich muss viel früher wieder Gas geben, wenn ich abfangen will. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man nämlich langsam fliegt. Wirklich langsam durch Hindernisse durch oder eben hier um dieses Motiv herum ist das wesentlich einfacher, als wenn man volle Leistung hat, weil man einfach viel mehr Stick-Travel hat. Guckt euch das an, wie viel mein Stick-Ausschlag ist und wie wenig sich die Drohne eigentlich bewegt dabei. Ja, sie bewegt sich eigentlich gar nicht. Sehen, dass ich das Motiv hier ein bisschen mehr in die Mitte kriege. Ja. Ja. Also das ist schön. Das gefällt mir gut, dass ich eben die Wahl habe, ob ich jetzt mit viel Leistung fliegen will und damit mit viel Throttle, Stick Input oder eben mit wenig. Dass man sich nur durch die Reihenfolge des Einschaltens der Geräte aussuchen kann, mit welcher Leistung man gerade fliegt, ist natürlich großartig. Aber wenn ihr die Unterstützung komplett deinstallieren wollt, reicht es nicht, die Datei von der SD-Karte zu entfernen, sondern ihr müsst eure Goggles zurücksetzen. Geht dazu unten in das Menü Einstellungen, dann geht ihr auf Info und ganz unten findet ihr dann die Option, die Goggles komplett zurückzusetzen. Das ist auch relativ problemlos, denn alle Grundeinstellungen werden übernommen und trotzdem behalten. Die Kameraeinstellungen bleiben erhalten, die Einstellungen für die automatische Rückkehr bleiben erhalten und auch eure Raten, die ihr eingestellt habt, bleiben erhalten. Ich hoffe, es war informativ für euch und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, hinterlasst ein Abo, ein Like und denkt an die Glocke, wenn ihr benachrichtigt werden wollt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald.